Sie, meine kranke Katze. Die hat akute Nierenversorgung gehabt. Und ich habe 4 Kilo verloren. Und jetzt haben wir gesagt, sie stirbt bald. Und mit Infusion kann man sie ein bisschen länger behalten. Und jetzt ist sie wie gesund wieder. Ich habe sie so bemüht und gefüttert und mit Tabletten und Infusionen. Ich glaube, die Nieren sind ausgewachsen wieder. So schön. Ich gebe es aber trotzdem jeden 4. Tag Infusion. Und sie ist wieder dabei. Tschüss. So, jetzt bin ich wieder in Schweden. Lilla Motten, Aktade. Das ist mein Frühstück. Zuerst habe ich Müsli gegessen und das ist jetzt zweite Stufe. So um 10 Uhr so. Tschüss. Trevlig sommer! Snoop! Trevlig sommer! Meine schöne Edelweiß. Tschüss. Jetzt geht's los. Was noch? Schenktüte. Noch 2 neue Babys. So herzig. Ich freue mich so.
So, Mr. Bucky, jetzt hat er gesehen, dass ich Filme und Fotos mache. Hat er sich extra gestreckt. Lite ljusare. Sie sind immer so schön ruhig. Kissen und kuscheln hat er gerne und legt immer seinen Arm, seinen Kopf in meine Arme, in meinen Schoß. Ah, so süß. Ich bin so gefreut, er sieht so groß und schön und stottli, sagt man in Schwedisch. So ein schöner Geist und er stinkt gar nicht. Nein. Tschüss. Da kommt es bald. Hat zuerst nur geschaut. Jetzt so. Herr Bock. Das ist der Bock. Großer Bock. Wir haben noch nie so einen großen, schönen gehabt. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der hat gern. So ruhig. Jetzt ist er jetzt 2 Monate da. Er macht Babys. Ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock und dieses Jahr haben wir ganz einen großen, ruhigen. Ja, so süß, hä? Bocki, hä? Das stinkt auch nicht fest. Ganz ein hübscher. Tschüss! Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe. Hä? Ich habe. Sieht fast aus wie ein Film. Und der ist so schön ruhig. Hi, Bocki. Und der schaut schön für die anderen. Hä? Mr. Bock. Tschüss. Guten Morgen, darf ich vorstellen, das ist mein Huhn. Ich habe etwa 6 Hühner und die ist jetzt am Beinen, ist irgendwie gelähmt. Jetzt tun ich sie immer ein bisschen pflegen, ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriege ich immer Würmer, 7 Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlege, tue sie einfach. Kann sie nur ein bisschen nach vorne krabbeln. Stockdunkel. Dieser Fisch. Ein Hecht. Ich habe noch nie so etwas Komisches erlebt. Und das ist fertig. Heute. Da kommt uns
Wer kommt denn da? Meine Schildkröte. Unterwegs im Garten. Ist jeden Tag Löwenzahn. Oh, jetzt geht sie auf die Blumen los. Ganz süß. Golden Eye, Golden Shoes. Das ist golden, das auch. Die schöne Alpinfische. Hab schon zwei. Sehr schön. Zwei große, relativ groß. Tschüss. Du gehörst los. Monday morning. Lila yata naktate, aktate, aktate, lila yata naktate, anastaya day. Tschüss! Es ist Hölle, so kalt gewesen, jetzt ist Himmel geworden, Paradies. Sonne und Wetter ist gut, ich habe gefroren. Mein großer Hecht. Lila Yatan. La Vegetar Lactate. Aktate. Aktate. Lila Vegetar Lactate. Anastaya Day. Ciao! Hi! Jetzt ist. Oh, jetzt muss ich schauen, was ich. Das sind Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Jetzt gehe ich das erste Mal auf eine spezielle Party. Und ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich jetzt spannend. Nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht, wenn es lustig ist, dann gehe ich ein anderes Mal. Vielleicht mit der Freundin oder Kollegen. Tschüss! Hi, ich komme gerade vom Ecuador, gerade vom Flughafen. Grüße. Färbers Minden, Wille, was du? Tschüss.